Okay, so was Ähnliches hatten wir schon in dieser Welt einmal. Ah, ich darf natürlich nicht springen dann, das ist der Trick. Ja, dann komm her. Hier muss ich springen. Jetzt gibt's Trampolin hier. Ach. Aber wenn man es sieht, dann ist es schon zu spät. Das ist das Problem. Wenn man ihn sieht, dann hat man schon verloren eigentlich. Okay, ich meine, ich habe es gemacht, aber das Spiel hat einfach gesagt, nein. Okay, darf ich mich verarschen lassen? Da muss ich ehrlich sein. Der macht das nicht so, wie ich es möchte. So. So. Eigentlich soll ein Switch Palace Haus so eine Art Bonus sein. Also in den meisten anderen Hacks. Und in Mario World war es ja zumindest so. Wo es einfach ein bisschen Freude und Spaß und Bonusleben oder Münzen gibt. Nein, hier nicht. Hier ist das genauso Tortur wie die meisten anderen Level. Hier ist mein Bonus quasi. Okay. Ich glaube, das ist ein grammatikalischer Fehler. I think you know that before. Ich denke mal, das müsste eigentlich new bedeuten. Vergangenheitsform. Das in der Präsenz geschrieben. Aber ja. Gut. Das war Switch 2 und jetzt bleibt uns nichts mehr außer das Schloss selbst. Also, Underground Castle. Oh. Achso, ist wieder eine Cutscene wahrscheinlich, ne? Weil am Anfang bin ich immer so irritiert davon. So, schön im Dunkeln hier. Wir brauchen ein P-Switch hier. Man muss hier sehr genau hingucken. So, Grafik gefällt mir. Ich glaube, es gab auch mal ein Level, das hatte genau die gleiche Grafik in Mario Gives Up oder so. Glaube ich, habe ich das schon mal gesehen, die Grafik. Ich meine, der Hintergrund selbst ist ja aus Mario Brothers 3 in Mario All-Stars. Wow. Die beben hier alle. Oder die, ne, bringen mich hier zum Stillstocken oder sowas, wie man das nennt. So, weil es so lustig war, das gleiche nochmal zurück. Den gleichen Weg nochmal. Oh. Na gut, ich glaube, das kriege ich auch so hin. Und hier geht's weiter dann. Aha, ach, ich hätte mich die ganze Zeit sogar beeilen müssen. Das war jetzt der Plot-Twist. Weil sonst, ne? Warte mal, ach du Scheiße, jetzt geht's hier auch noch. Ja, ich darf jetzt hier nicht zu tief fallen, aber ich muss schon fallen. Pures Chaos. Ja, ich hätte mich da eben beeilen müssen, weil sonst wäre der Switch abgelaufen, der P-Switch, und dann wäre die Wand wieder fest geworden. Aber das habe ich gar nicht gewusst. Aber ich habe einfach Glück gehabt, weil ich es gute Zeit hinbekommen habe. So, ich habe keinen Pilz. Ich weiß nicht, was das Spiel hier von mir will. Ich lebe noch, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas verkackt. Ich weiß halt theoretisch auch nicht, ob es hier einen Secret Exit gibt. Ich vermute nicht, dass das Schloss Ends hat. Ich denke eher nicht. Aber wir sollten trotzdem mal die Augen offen halten. Weil da war ja irgendwas, habt ihr ja gerade gesehen, ne? Mit diesem komischen Pilzding da. Und Boss. Wieder mal ohne alles. Ohne Checkpoint, ohne Items. Ja, dann frisst man den Stein. Dann können wir mal vorne anfangen. Ah, okay. So, okay, ein Treffer ist gemacht. Ist jetzt nicht gerade so, als würde der Stein ja auch nett und gnädig mir entgegenkommen, sondern er fliegt mir ja auch hier um die Ohren. Während hier dieser Dude um mich herum tanzt. Okay. So, drei Treffer hätten mir auch gereicht. Ja, was denn? Hau gegen die Wand.
Oh, ich habe mich in letzter Millisekunde noch umgedreht. Jetzt ist er kaputt gegangen. Oh. Ich hatte es. Das ist das Ärgerliche daran. Ich hatte es. Jetzt hat er den nicht aufgehoben. Jetzt habe ich es irgendwie. Frag mich nicht. Hier. Hallo? Eigentlich müsste er Schaden nehmen, nicht ich. Was denn jetzt? Warum darf ich denn jetzt nicht mehr? Oh, jetzt ist er kaputt gegangen. Nimm. Mach. Oh nein. Komm schon. Hier, hier, hier. Versteht das mal einer. So, hier kommt der Kamikaze-Move. Ja, ich kenne solche Arten von Bossen nämlich schon. Ist mir jetzt hier kein Neuding mehr. So, ich sehe hier keine... Also, ich weiß nicht, es könnte ein Secret Exit geben da oben. Wenn man da hingeht und guckt. Ich glaube es jetzt erstmal nicht. Halt ich mal im Kopf. So, hier mein Level Line Rider. Das erinnert mich an das Flash Game mit dem gleichen Namen. Ja, genauso habe ich mir so ein Level auch vorgestellt. Okay, das... Danke für die Vollblume, die ich nicht kriegen werde. Wir müssen jetzt die ganze Zeit auf den Dingern hier rumbalancieren. Gut. Und ich call's jetzt einfach mal gleich. Kommt ein Switch oder... Hier, ich meine, so ein On-Off-Ding. Das darf ich dann nicht drücken. Das ist dann da, so haha, drück mich und dann drück ich es, dann sterbe ich oder so. Gibt's immer mal wieder sowas. Aber sonst so lange läuft ja alles noch im Rahmen. Hier haben wir Yoshi's Island Hintergrund. Auf jeden Fall. So, bis jetzt schien noch nichts falsch zu sein. Dann geht's da hoch. Wupp. Jetzt kriege ich den Dings nicht dafür, dass ich es gedrückt habe. Aber es ist ein Preis, den ich gerne bezahle. Da habe ich auch kein Interesse mehr daran. Ich gehe einfach so weiter. Und dann hier. Jetzt bin ich oben. Jetzt bin ich wieder unten. Ich habe keine Ahnung. Also instinktiv drücke ich einfach jeden Block, der mir entgegenkommt, ne? Ja, auch klar. Tja. Und dann? Ah, ist noch nicht ganz geschafft. Da war noch der Typ im Weg. Aber das war's. Das war wirklich mal wieder eins der normaleren Level im Spiel, wo man auch gut durchkam. Ich bin jetzt... Bin ich überhaupt gestorben? Musste rewinden? Ich weiß gar nicht mal. Naja. Und hier direkt wieder. Weiter. Secret Exit. Slippery Rain. Ja, sowas hatten wir ja schon mal in der ersten Welt. Und ich brauche hier mal wieder ein... Ja, ein Trampolin an mehreren Stellen. Ich meine, zumindest ist das Spiel anständig genug und sagt mir immer, wo ich das Trampolin brauche. Dass ich nicht immer nur rumrätseln muss. Fangen wir mal direkt hier vorne an. Aha, da ist schon mal Schlüssel. Aber auch nur Schlüssel. Dann gucken wir mal, ob ich einen Double Grab gerade mal hinbekomme. Dann muss ich halt hier nicht zweimal laufen. Oder ist irgendwie mal so Glückssache, ob der läuft, ob das geht. Ach, ich krieg's gerade nicht gebacken. Na komm. Na komm. Mann. Ach, dann halt nicht. Dann laufe ich zweimal. Ja, dann laufe ich ja zweimal. Ist jetzt auch kein Ultraweg, aber trotzdem, das nervt ein bisschen. Weil das Spiel einfach Nein sagt. Jetzt so gerade. So. Wo können wir das... Hallo! Gebrochen. Okay, wir werden schon mal belohnt. Wir hatten schon lange keine Items mehr wie Vollblume oder überhaupt irgendwelche Items geführt. Vielleicht sind wieder mal ein Pilz. Das ist aber auch sehr schnell dann wieder weg. Hier brauche ich einen P-Switch. Ist er auch. Noch keine Spur für das Schlüsselloch, von dem Schlüsselloch. Gehen wir mal rein. Ich weiß es auch gar nicht, warum ich gerade so arrogant war und das nicht genommen habe. Ah, okay. Guck mal, hier geht es gar nicht weiter.
Dafür bräuchte ich einen grünen Switch und den habe ich nicht. Dann vermute ich mal, wir können gerade auch noch keinen Secret Exit hier lösen. Da muss ich mir das einfach merken und dann machen, sobald ich den grünen Switch Palace geschafft habe, muss ich dann nochmal wiederkommen. Dann nochmal den Schlüssel holen, den ganzen Kram nochmal machen wahrscheinlich und dann ist in dieser einen Röhre da das Schlüsselloch drin, was ich dann brauche. Oh, und Chuck. Haben wir nicht oft gehabt in diesem Spiel? Ich glaube im allerersten Level oder so? Und dann gar nicht mehr? Kann das sein? Ja, es war ein bisschen zu viel des Guten. Dabei wäre es ja gar nicht verkehrt, das ein oder andere Item mal doch noch zu haben. Weil ich meine, das Spiel macht auch sehr viel Anspruch davon, dass man irgendwie etwas mit diesen gelben Blöcken da kaputt spinjumpen soll. Und das geht ja halt nur, wenn man ein großer Mario auch ist. Und manchmal kommt man da irgendwo hin und dann sagt das Spiel, ja, du hast jetzt Pech. Na, wie dem auch sei. Bleiben wir mal dabei. Das ist noch so ein Fortress zumindest. Da weiß man auch nicht so richtig, ob es ein Secret Exit hat oder nicht, weil es nicht gekennzeichnet ist. Wir gucken einfach mal. Boah, warte mal. Ah, Cutscene, die führt uns hier rein. So, sorry, falls ihr gerade verstörende Geräusche hört. Das ist mein Stuhl. Also, mein Stuhl, auf dem ich sitze, hallo. Aha, okay. Kein Spaß, was wir hier machen müssen. Und dann sterbe ich hier. So, es geht hier definitiv nicht ohne. Ein paar von den Blöcken sind aber hart. Habt ihr es gesehen? Ich kann die teilweise nicht alle kaputt machen. Aber da ist auch nichts drin versteckt oder so. Es sind einfach nur wirklich harte Blöcke, die nicht zu zerstören sind. Komisch. Einfach nur, um das nochmal extra schwierig hier zu machen. Wir gehen weiter. Ja, das war's völlig wert. Also ja, würde ich jederzeit wieder so machen. Nein, also ich glaube auf das Level, auf das Leben, manchmal können wir scheißen. Wir kriegen auch echt nicht viele Leben in diesem Spiel. Gucken, wir sind hier natürlich fleißig mit unseren Safe Sets am Spielen, aber wir sind bei 7 die ganze Zeit. So, ich will das Ding behalten. Also ich glaube auch, ich werde es brauchen irgendwie, um mir noch Leben draus zu kommen. Deswegen werde ich mal zumindest in diesem Level doch ein bisschen empfindlicher safe-staten und auch, ne, rewinden, wenn ich nur das Cape verliere und nicht schon sterbe. Weil am Ende kommt dann eh wieder raus, hahaha. Du hast das die ganze Zeit gebraucht, um hier weiterzukommen. Ja, ist wirklich so. Ohne, guck mal, die Stelle hätte ich auch niemals ohne Fliegen schaffen können hier. Hier genauso wenig. So. Was man muss, ist auf jeden Fall behalten. Hier ist eine Boss-Tür. Also ich habe ja nichts in Richtung Secret gesehen. Was ist mit dir? Oh, du bist ein Boss. Okay. Ja, was für einer. Sieht einfach aus wie ein ganz normaler Typ. Aber kann natürlich weitaus mehr als das. Uff. Ja, das ist wieder mal so eins, wo wir mehr rewinden als tatsächlich spielen. Bau, bau. Apropos Bau, bau. Kein Yoshi in diesem Spiel, ne? Schade drum. Ja. Also, ich hätte mal echt gern gesehen, dass Marcel das mal selber ohne Safe Sets hier durchgespielt hat, dieses Spiel. Das ist ja so gut wie gar nicht machbar. Ah, und dann gibt es hier den grünen Switch. Okay, dann geht es hier gar nicht mal weiter. Also wir müssen tatsächlich das Secret Exit da links lösen, um überhaupt weiterzukommen. Das kriegen wir erst, indem wir hier das hier gemacht haben. Na, dann wollen wir mal. Hier ist wieder Line Rider. Zack, zack und ja, wir leben. Schön. War das richtig? Ich glaube schon. Der Trick war, glaube ich, das zu machen, was ich gemacht habe irgendwie. Ich glaube,
Man hat irgendwie gewollt, dass ich erst denke, oh nein, ich muss da runter. Und dann, haha, du bist da runter, du stirbst oder du musst jetzt alles von vorne machen. Aber ich hab's von vornherein dann doch richtig gemacht, weil ich ganz schnell auf diese Röhre reagiert habe einfach. Naja. Cool. Drei sind schon gemacht. Ich vermute mal, irgendwo wird es auch noch einen vierten Switch geben. Dann haben wir sie alle komplett. Und jetzt müssen wir das Tico-Dexter-Tier machen.